Dann hier Start. An. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spellforce, der Platinum Edition. Wir stehen hier beim, Herz des Waldes. Und hier ist unsere Blutesche. Ich habe so die leise Vermutung, dass ich das Ding da rausnehmen muss und die Blutesche vielleicht noch wohin locken muss. Aber da es bisher nur eine Vermutung ist, huch, sehr lautes Voice-Geheul, werden wir uns erstmal ein bisschen auf der Karte umgucken. Wir haben ja noch nichts hier gesehen. Mit der Blutesche kann ich, glaube ich, gar nicht mehr reden. Und ich wurde aber schon mal darüber in Kenntnis gesetzt, dass hier durchaus noch ein Bug passieren könnte. Zwei scheinbar. Nee, Moment, der andere war im atmenden Wald, da sind wir schon dran vorbei. Da hätte der Spawn-Bug passieren können, ist aber zum Glück nicht. Und hier haben wir jetzt das Problem, dass es passieren kann, dass die Blutesche wohl irgendwas nicht zerstört, was sie zerstören soll. Einen der schwarzen Türme da, glaube ich. Und dann die Story nicht weitergeht. Das wurde mir zumindest geschrieben, dass es, ja, dass ich gut speichern soll vorher, weil das passieren könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wann dieser Bug schon ausgelöst wird. Ob das jetzt schon quasi, ja, dann zu spät sein könnte mit dem Speicherstand. Aber wir haben ja einen von ganz am Anfang noch. Den werde ich auch nicht überspeichern. Oh Gott, wo komme ich denn hier hin? Ist ja alles so ein bisschen... Da sind auf jeden Fall sehr viele Gegner, die ich alleine garantiert nicht besiegen werde. Okay. Leute. Ist das normal? das kommt mir komisch vor. Ich glaube, das sollte so nicht, oder? Ich weiß nicht mehr, ob mir gesagt wurde, dass hier auch ein Spawn... Ist das hier der atmende Wald? Oh Gott, warte mal. Ich weiß es gerade nicht. Nee, der atmende Wald, war das nicht das vorher? Nee, das war der flüsternde Wald. Warte mal, das hier ist jetzt der atmende... Oh, okay. Also, ich nehme an, dass das hier ein Spawn-Bug ist. Und das Problem ist, dass wohl, wenn der hier auftaucht, es irgendwann so viele werden sollen, dass der Rechner abschmiert, tatsächlich. Mist. Ja, das könnten wir aber vielleicht noch beheben, indem wir einfach ein paar Mal hin und her switchen zwischen der Karte. Das könnte klappen. So habe ich es ja beim letzten Mal gemacht. Das war ja gar nicht, dass ich den Speicherstand gewechselt hatte. Ich bin einfach zwischen den Karten tausendmal hin und her, dass die quasi immer wieder neu gestartet wurden. Also das hier, sorry, das ist auf jeden Fall ein Spawn-Bug. Ich habe gerade noch, das ist so witzig, gerade vor 5 Minuten einen Kommentar gelesen, oder vor 10 Minuten, wo es hieß, ich soll nicht gleich immer einen Spawn-Bug hinter einem vermuten. Also so in die Richtung, ich bin schon paranoid und das nervt. Aber, also, sorry. Ich sag da jetzt mal nichts weiter dazu. Ist okay, oder? Ich glaube, da muss ich jetzt nichts dazu sagen. Ich glaube, das Bild hier spricht ganz für sich. Ja. So viel zu nicht so paranoid sein. Und das hier ist auf jeden Fall nicht so gewollt. So. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein Fehler ist. Und wenn wir Pech haben, ist das vielleicht sogar überall so. Ich weiß es nicht. Hier unten sehe ich jetzt nicht viel. Naja, wir werden einfach die Karte mal wechseln, ein paar Mal. Und dann schaue ich... Also ich mache das natürlich alleine. Das mache ich jetzt nicht mit euch. Das würde ja ewig dauern. Ich werde jetzt ein paar Mal hin und her switchen. Ich muss auch erstmal wieder suchen, wo jetzt hier das Tor war. Das weiß ich nämlich auch überhaupt nicht mehr. Hier ist keiner. Hier ist es ordentlich. Naja, gut. Also dann, wir sehen uns hoffentlich gleich wieder, wenn ich es geschafft habe, diesen Spawn-Bug hier zu verhindern. Der auf jeden Fall einer ist. Also, bis gleich. So, Leute, da sind wir jetzt wieder. Ich habe mal die Karte mit Hilfe eines Sheets aufdecken lassen, um eben zu gucken, ob hier der Spawn-Bug existiert oder nicht, weil ich musste auch ein paar Mal hin und her. Jetzt sieht es gut aus, weil die ganzen Male war hier immer schon alles direkt voll, als ich nur reingekommen bin. Jetzt, so ist normal. Also wie wir sehen, tatsächlich, das war auf jeden Fall ein Spawn-Bug, denn jetzt ist hier die ordentliche Anzahl der Kitar-Krieger. Und das ist deutlich weniger so. Ich werde jetzt aber nochmal aus dem Spiel rausgehen. Ich will mir sonst nämlich von der Karte nichts angucken. Ich werde jetzt hier speichern und einmal kurz hinausgehen aus dem Spiel. Ich hoffe, dass dann der Spawn-Bug immer noch wegbleibt. So, ich speichere jetzt hier rauf. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, sollte jetzt eigentlich alles okay sein. Ich habe jetzt, wie gesagt, neu geladen, den gleichen Spielstand, damit wir jetzt die Karte nicht aufgedeckt haben. Ich habe mir auch versucht, nichts anzugucken. Also hier natürlich, ich habe irgendwie gesehen, dass hier überall orangene Punkte waren, aber ich habe jetzt nicht wirklich hingeschaut. Also ich möchte jetzt schon natürlich mit, ja, alleine das hier alles angucken. Und das hier, das könnten wir schaffen. Also
Das da oben sieht gut aus. Oh, was haben wir? Warte mal, hier war ja noch der Felsen. Moment, da würde ich gerne noch hin und das aufdecken. Den Seenfelsen. Hier sehen wir auch schon ein Dorf. Okay, das sieht auch ordentlich aus. Das ist echt, das ist so bezeichnend, dass das genau dann passiert, der Spawnbug, wenn ich gerade noch einen Kommentar lese, dass ich nicht alles als Spawnbug interpretieren soll und ja, dass das nervig ist, so in der Art. Es ist sehr witzig. Ich musste gerade sehr lachen. Naja. Gut. Also, dann würde ich ganz gern... Ja, wo komme ich... Das hier weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Das hier sieht besser aus, oder? Das könnten wir vielleicht alleine schaffen. Ich lass mal Lenf wieder hinziehen. Ich weiß gar nicht, wo sie hier durchkommt. Der Baum, ja, der hilft uns hier gerade nicht. Deswegen versuchen wir es alleine. Der steht ja nur rum und bewacht sein Herz. Wie gesagt, ich glaube halt, vielleicht müssen wir den irgendwo hinpullen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. So, jetzt weiß ich natürlich auch gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Aber gut, das werden jetzt nur 2-3 Minuten gewesen sein. Deswegen stelle ich jetzt mal eben meinen Timer neu. Okay. Könnte sein, dass die Folge jetzt ein bisschen länger wird. Aufgrund dessen, dass ich nicht genau weiß, wie viel Zeit gerade vergangen ist für das Ganze. Na, mal gucken mit dem. Ich bin gespannt. Jetzt erstmal ein kleiner Alleingang. Hier ist vielleicht auch irgendwo ein Heldenmonument. Ich weiß es nicht. Wir sind ja jetzt gerade ganz alleine. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass wir alles allein machen sollen. Mal gucken. Vielleicht finden wir noch eins. Wie gesagt, ich habe mir gerade die Karte nicht angeguckt. Ich weiß es nicht. Aber das Gute ist ja, wir sind ja eine Hexe. Das heißt, wir können uns eigene Kameraden herbeizaubern. Das machen wir jetzt auch. So, machen wir mal ein bisschen verschieden. Einer, der quasi die ein bisschen... hallo? So, jetzt so. Ein paar Magier und ein paar Goblin-Viecher oder Gremlins. Damit die dann kiten können. So. Mehr geht nicht, oder? Ich versuch's mal mit den dreien hier. Ich habe ein bisschen Angst, dass die sonst einfach nur verschwinden. So, nehmen wir mal die beiden hier unten. Ich hoffe, dass da nicht schnell alles wieder nass. Achso, das sind ja nur die. Ansonsten sind es nur Häuser. Okay. Na denn. Dann könnte ich ja quasi, während die da machen, die Häuser. Schaffe ich das? Oh Gott, das kann ja 100 Jahre dauern. Jetzt sollte ich doch erstmal die Viecher hier machen. Hier ist auch gar... Ich sehe gar keinen Spawnpunkt, ehrlich gesagt. Ich glaube, hier ist gar kein Spawnpunkt. Und da ist Mondsilber, habe ich aber gerade gesehen. Vielleicht können wir uns doch noch hier irgendwelche Viecher holen. Aber bisher sehe ich keine Monumente. Oh, bin ich alleine? Nee, das schaffen wir. Das schaffen wir. Mist. Ah, komm. Hol ihn dir. Oh, wollte jetzt das Gebäude nehmen. Ja, kann mir gleich mit dem Gebäude helfen, auf jeden Fall. Na komm, das schafft er aber. Oder? Oh, okay. Doch nicht so gut. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Das ist ein Hinterhalt. Machen wir überhaupt Schaden? Ich weiß es gerade nicht. Na, ich glaube, wir machen gar keinen Schaden mit unserem Stab hier. So. Ach ja, dann ist natürlich das hier auch Quatsch. Wenn ich hier gegen das Haus kämpfe und gar keinen Schaden mache, ist Quatsch. Also. Naja, doch ein bisschen. Minimal tatsächlich. Ich hole mal noch so ein Viech. Ja, ist ganz schön. Okay, es ist kein Spawnpunkt da. Ich meine, wir könnten es vielleicht auch einfach... ja, ignorieren. Kann ich mal hier die Kiste aufmachen. Rune für Ockerarbeiter 15. Okay, dann lassen wir die hier mal kloppen und ich guck mal kurz hier. Ja, der atmende Wald, das sind wir nämlich gerade. Das ist das, wo ich auch gewarnt wurde mit dem Spawnbug erneut. Vielen Dank für den Tipp. Sonst hätte ich das jetzt vielleicht auch gar nicht so richtig wahrgenommen, obwohl das war ja eigentlich nicht zu verkennen. Ja, wo bin ich hier gerade? Moment. Quatschen und gleichzeitig was tun, furchtbar. Das ist 12, 11. Okay, 12. Sehr schön. Das ist der falsche. Moment. 15. So, ist jetzt richtig? Ich glaube, wir werden gerade angegriffen, oder? Höre ich das gerade richtig? Nee, doch nicht. Okay, die stehen nur so rum. Oh, sehr schön. Das ist gleich weg. Da mache ich mal noch ein paar Viecher. Wir haben ja noch Mana. Ich will das jetzt hier wegräumen. Einfach, damit es weg ist. Und dann können wir auch das hier versuchen. Oh je, aber da müssen wir auf jeden Fall vorher Mana sparen. Ich weiß halt nicht, ob so gedacht ist, dass man jetzt hier alleine durchzieht. Na, mal gucken. Warum gehen die alle auf das mittlere Haus? Ich bin verwirrt. Jetzt kann sie mir hier helfen. Ich glaube, wenn ich weggehe, dann werden die wahrscheinlich hier nicht weitermachen, oder? Also hier gibt es auf jeden Fall Mondsilber. Dann können wir vielleicht doch noch irgendwo ein Monument finden. Ich weiß nicht, ob das hier zu viele Viecher sind.
Und vor allem haben wir hier eine Ork-Rune gefunden. Also eigentlich würde ich ja dann mal logisch darauf schließen, dass wir hier quasi ein Ork-Monument irgendwo haben. Mal gucken. Wir machen erstmal, was wir hinkriegen quasi. Ach ja, klar, es können auch gar keine Spawnpunkte da sein, weil wir ja keine Monumente aktiviert haben. Dann gibt es ja, glaube ich, gar keine Spawnpunkte. Ist ja klar, dann können die gar nicht nachspawnen. Das ist ja immer das Schöne eigentlich, dass man die ganzen Karten ohne irgendwas zu bauen durchrushen kann, weil dann keine Spawnpunkte da sind. Naja, wenn man das dann gut findet. Mir hat es ja damals keinen Spaß gemacht. Das habe ich ja auf einer Karte gemacht, die ja nur so eine Nebenquestkarte war. Und da habe ich ja eigentlich mir geschworen, das mache ich nicht nochmal. Weil das irgendwie dann doch sehr langweilig und einfach war. Mal gucken. Wir holen uns da oben jetzt auf jeden Fall noch die Kiste, würde ich sagen. Jetzt sind wir dann auch gleich los hier, das Gebäude. Wir sind noch drei Viecher, das ist okay. Dann kann ich auch noch ein paar Zauber wirken nebenbei. Ich speichere mal. Weil wir halt so einen kleinen Schritt geschafft haben. Ich nehme vielleicht nochmal einen neuen Speicherpunkt. Aber wir können trotzdem, wir können immer noch das Problem bekommen, dass die Blutesche irgendwas nicht macht. Das könnte wohl immer noch passieren. Na, mal gucken. So, kriege ich hier einzeln vielleicht Viecher weg? Das wäre natürlich perfekt, wenn die nicht alle kommen würden. Aber jetzt ist das Problem, dass die wahrscheinlich die da festhalten würden. Ja, die haben auch keiner so richtig Schaden gerade durch die Attacke genommen, ne? Oh Gott, okay, die prügeln die echt schnell runter. Ich glaube, da kommen wir nicht weit so. Nee, es wurde auch keiner wirklich verletzt gerade. Wenn ich mir hier nur so einen wegnehmen könnte. Wir werden angegriffen. Zwei ist auch schon ein bisschen viel. Jetzt sind doch wieder alle. Naja, nee, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Okay. Die Linien müssen halten. Dann würde ich erstmal woanders suchen, tatsächlich. Das sieht mir hier gerade ein bisschen zu tricky aus. Ich lasse mal kurz dahin laufen, aber ich gucke mal rum. Hier sind es auch ganz schön viele. Wir haben sowas schon mal gemacht auf einer Karte, wo da mit den ganzen, oh, was waren das, Skelette oder so? Oder waren das auch Eiserne? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir haben schon mal sowas gemacht, das hat ewig lang gedauert, wo wir immer alle Viecher einzeln weggepult hatten. Aber das hat auch keinen Spaß gemacht, muss man ehrlich sagen. Da waren jetzt auch ganz schön viele, aber die standen wenigstens ein bisschen einzelner rum. Ich guck mal noch hier in die anderen Ecken der Karte. Wir haben ja noch gar nicht alles gesehen, vielleicht finden wir ja noch was. Mal schauen. Ich könnte es auch einfach mal ausprobieren. Ich könnte dem das Herz des Waldes einfach mal entfernen und mit der Blutesche irgendwo reinrennen. Wenn wir überhaupt so lange überleben. Aber andererseits, vielleicht ist das auch nicht das Rätsels Lösung. Und dann verstärkt sich es mir vielleicht mit ihm, ohne dass ich es hätte müssen. Ist auch so eine Sache. Ah, hier unten ist irgendwas. Okay. Und hier auch. Na, es sind aber auch ganz schön viele. Okay. Oh, das kriegen wir hin. Ich würde sagen, das ist, ja, doch. Oh, ahaha. Okay, Westnor. Wir haben ja tatsächlich einen Boss rumstehen, einfach mal. Dann vielleicht, aber vielleicht kriegen wir die drei ohne den. Das könnte funktionieren. Ich speichere hier mal nochmal. Briefing Force 2. Wir brauchen auf jeden Fall beides, weil die halten nicht lang genug durch und die wenigstens, naja, wenigstens drei Schläge oder so halten sie aus. Na? So. Dann probieren wir es mal. Drei hatten wir doch gerade. Ach nee, wir hatten zwei nur, oder? Waren es zwei oder drei? Ich weiß es nicht genau. Ich nehme mal noch einen hiervon. Dann probieren wir es mal. So, dann hole ich mal einen herbei. Vielleicht schaffen wir es ja wenigstens so hintereinander weg irgendwie. Wenn die jetzt alle auf einen wenigstens gehen. So, hoch, hoch, hoch. Schauen wir mal, ob Resno kommt. Oh, der ist aber fast tot. Sehr wunderbar. Sehr schön, meinte ich eigentlich. Und Resno ist nicht mitgekommen. Auch gut. Ah, das klappt wunderbar. Einer ist umgehauen worden, ist aber okay. Jetzt noch der andere. Ah, ja, die Magier halten hier. Oder? Warte mal, die halten gar nicht mal so schlecht aus, glaube ich. Oh, wo will er denn hin? Nein, nein, nicht zu Resno. Nein. Oh, der rennt zum Haus. Ja gut, das ist jetzt natürlich blöd. Der wird jetzt... Nee, er pullt ihn nicht, okay.
Na gut, also ich meine, wenn wir hier einfach schon die Häuser weghauen können, warum nicht? Können wir natürlich machen, wenn der uns da nicht mitkriegt. Solange kann ich mein Mana regenerieren quasi. Ja, der bleibt auch da. Ich mache jetzt so Speichern in kleinen Schritten quasi. So. Wir greifen den noch an, aber erst wenn ich Mana habe, dann machen wir das. So, einen von den kleinen kann ich noch holen, glaube ich. Oder? Ah, ist ganz schön kritisch mit dem Mana. Ich habe natürlich keine Ahnung. Ich bin das erste Mal hier auf dieser Karte. Also, ja, lyncht mich nicht, wenn die Taktik hier ganz anders ist. Also, wenn man es sich wirklich mit der Blutasche hier ganz einfach machen könnte, dann bitte, bitte, dreht mir nicht den Hals um. Ich weiß es nicht. Ich bin das erste Mal hier. Oh nein, da kommt da, da kommt da. Mist. Na los, Leute, holt ihn euch. Ich weiß gar nicht, ob die das schaffen können. Ich glaube fast, das ist ein bisschen zu viel für die. Ich kann leider auch gerade keinen Todesschlag machen. Ich würde gerne... Oh, wow. Ja, der haut die wirklich mit dem Schlag um. Na, das ist ja... Ja. Jetzt wird er gleich zu mir kommen. Das möchte ich natürlich auch nicht. Ah, ja, vier haben wir den nicht getan. Aber ich kann ihn ganz langsam immer weiter vielleicht wehtun. Bevor er sich wieder hochheilt. Das wäre ganz cool eigentlich. Komm, wir müssen ihm nur weiter... Ah, guck, da heilt er nämlich schon wieder. Ist jetzt halt die Frage, ob es sinnvoller wäre, einfach einmal mein Mana hochzurecken. Oder ihn so halt hier zu penetrieren quasi. Ein bisschen geht's sogar. Der haut nur ab und zu mal so krasse Sachen rein, ne? Das geht eigentlich voll mit den Schrecken sogar. Ich glaube, die halten hier gerade mehr aus als die kleinen Viecher tatsächlich. Wir haben ihn auch schon fast. Wenn wir jetzt noch einen Schrecken machen, könnten wir eigentlich super. Aber da haben wir jetzt, fehlt uns das Mana leider. Komm, ich krieg das alleine hin. Boah, da hat er gerade widerstanden, ne? Oh, wie gemein. Da hat er tatsächlich gerade dem Zauber widerstanden. Oh, wir haben ihn fast. Komm, 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 das schaffen wir jetzt. Los, lernt wir. Ja, wunderbar. Wir kriegen ein schönes Gildenmeister-Kurzschwert und dunkle Beinschienen und Blutdieb. Okay, sieht irgendwie cool aus. Das ist Hackebeil. Ja, haben wir. Sehr gut. Wieder ein Lager freigeräumt. Hier können wir noch an die Kiste. Ist ja auch ganz praktisch. Gehen wir mal hin. Wir kriegen Zaubertote erwecken Stufe 10 und Runen Zwergenarbeiter Stufe 15. Oh, kriegen wir hier noch alle Monumente freigeschaltet? Moment. Wir speichern mal wieder. Und wir können hier auch nochmal so ein Viech holen. Und dann wechsle ich gleich mal die Rune, bevor ich es vergesse. Ich sehe mich schon das Vergessen. So, Stufe 15 haben wir garantiert nicht. Wir hatten 9. Ach du Scheiße. Die sind ja furchtbar, die Runen hier, die wir haben. 12. Hier haben wir sogar 14 auch. Okay, wir müssen doch bessere von den anderen auch haben, oder nicht? 6. Oh Gott. Okay, wir haben da echt nichts Besseres. Wow, das ist ein Trauerspiel. Okay. Na gut. Oh, hier ist schon ein Gebäude wieder futsch. Dann hole ich mal noch einen Schrecken. Wir kloppen die jetzt hier einfach noch runter. Sonst ist hier jetzt nichts. Hier hinten halt. Ja, das könnte funktionieren. Ist das ein groß... Oh, das ist schon wieder ein Boss. Scharkan. Der steht diesmal auch vorne. Ah, hier haben wir schwarze Türme auf jeden Fall. Da kommen wir alleine nicht lang. Das ist nicht möglich. Wir kommen bei schwarzen Türmen alleine nicht weiter. Ich glaube, das wird es dann sein, wahrscheinlich, wo die Blutesche durch muss. Hier mit den schwarzen Türmen. Das wird so sein. Okay. Oh, unser Mana ist schwierig. Ja, wir haben es gleich. Ich würde vielleicht doch nochmal zu der Blutesche zurück und nochmal versuchen, mit der zu reden. Habe ich das letzte Mal irgendwie falsch gemacht vielleicht? Hier können wir auch, wenn wir von links kommen würden, könnten wir vielleicht ein bisschen besser die einzelnen Viecher holen. Hier ist nämlich auch noch eine Kiste. Vielleicht finden wir da noch die anderen Arbeiterrunen bessere. So, das haben wir dann auch. Weiter geht's. Mana bleibt leider runter, weil wir immer wieder für die Viecher verbrauchen. Ja, und ich wollte auch nochmal was dazu sagen, auch in dem Kommentar, wo es hieß, ich soll nicht alles immer für Spawn-Bugs halten.
Hieß es auch von wegen, ich soll den NPCs mal ordentlich zuhören, dann wüsste ich auch, was ich machen soll. Ja, tue ich auch. Ich höre den NPCs schon zu, aber ihr müsst das mal, also viele wissen das ja auch, aber jetzt an den Kommentator direkt und auch an manche andere, die auch so denken, womöglich. Ihr müsst auch mal bedenken, ich spiele das hier nicht hintereinander weg. Ich nehme nicht 100 Folgen an einem Tag auf, nicht mal 20, nicht mal 2. Also ganz selten mal nehme ich ja 2 oder 3 Folgen Spellforce hintereinander auf. Meistens liegen zwischen den Folgen tatsächlich mehrere Tage, eigentlich immer eine Woche. Also Minimum eigentlich so 6, 7 Tage, weil ja auch Spellforce nur so in diesem Rhythmus erscheint, so ziemlich. Also immer eine Folge pro Woche quasi. Und ja, da müsst ihr euch mal vorstellen, wie gut man sich das dann merken kann. Ja, so gar nicht. Also wenn mir jetzt einer was erzählt, ihr müsst ja nur mal mit euch vergleichen. Wenn ihr ein Spiel spielt und erzählt euch der Questgeber etwas und ihr spielt dann eine Woche lang nicht, vielleicht sogar länger, weil ihr schon 2, 3 Folgen aufgenommen habt und dann 3 Wochen nicht spielen müsst. Also vielleicht sogar fast einen halben Monat oder einen Monat nicht. Ja, wie gut könnt ihr euch dann noch merken, was euch mal irgendwann vor zig Tagen, Wochen ein Questgeber gesagt hat? Und ja, es ist scheiße. Das ist eigentlich das Problem. Ich würde Spellforce gerne viel schneller hintereinander wegspielen. Das ist das Problem an der ganzen Sache, dass ich mir eben die Sachen nicht merken kann, weil so viel Zeit dazwischen liegt. Und das, ja, das sehe ich ein, das ist kacke. Aber ja, anders ist es gerade leider nicht machbar, weil einfach nicht viel Zeit ist. Es war jetzt auch Prüfungsphase und es ist immer irgendwas. Also ich meine nicht nur, wir spielen ja Spellforce jetzt auch schon ein paar Monate lang. Ich glaube schon über ein Jahr oder so. Und naja, also auf jeden Fall schon über ein Jahr, 100 Pro. Und jedenfalls, man hat ja auch noch ein Leben, ne? Also ich nehme ja auch noch andere Spiele auf. Es ist ja auch nicht nur Spellforce auf dem Kanal, das ist schon das eine Problem. Und dann hat man halt auch wirklich noch ein reales Leben und ich gehe zur Uni und so weiter und ja, das ist ein bisschen wichtiger. Freizeit zwischendurch ist auch mal ganz nett. Deswegen, ja, und da ich dann auch die Folgen halt immer quasi dann aufnehmen möchte, wenn ich sie auch hochlade und nicht im riesigen Voraus, also nicht 20 Folgen aufnehmen und dann werden die alle Woche pro Woche rausgehauen und dann weiß ich nach schon 5 Wochen gar nicht mehr, was ich eigentlich gesagt habe in den Folgen. Das finde ich auch blöd. Weil dann kann ich auch auf Kommentare überhaupt nicht eingehen, auch auf Tipps und Ratschläge nicht. Und deswegen mache ich es ja auch so. Also auch zu dem Zeitmangel, dass ich halt nicht so viele Folgen am Stück gleich aufnehme. Hier sind ganz schön viele Viecher. Das ist vielleicht... Wollte ich nicht eigentlich hier hin? Bin ich irgendwie falsch gelaufen? Wollte ich nicht zu diesem Lager? Oh, jetzt habe ich die auch aus Versehen gepult hier. Ja, macht doch schon, oder? Ach nee, das ist das mit dem Scharkern. Ich habe noch nicht gesehen, dass da so viele Viecher sind. Okay. Ja gut, viel Spaß. Ich glaube, das ist nichts für uns. Ich würde es eher... Aha, das sind auch 4 auf einmal. Also 3 haben wir geschafft, aber 4? Also jetzt bräuchte ich auf jeden Fall alle Viecher wieder. Also ich müsste kurz mal Mana regen eigentlich. Dann könnten wir vielleicht... Oder ich muss doch nochmal suchen. Ich glaube, ich mache es anders. Ich suche jetzt nach Monumenten. Ich meine, wir haben ja auch noch nicht alles hier gesehen. Ich suche jetzt mal, ob ich irgendwo Monumente finde. Vielleicht wenigstens ein Heldenmonument. Und dann, ja... Ach so, es ist sowieso schon Folgenende. Was rede ich denn hier? Wir sind ja schon am Folgenende. Dann ist es ja gar kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich dann mal in der nächsten Folge halt gucken würde, ob ich irgendwie so ein... Ja, Monument zum Aktivieren finde. Kann ich die nicht? Kann ich die hier hinloggen zu dem? So weit kommen die nicht mit, ne? Ja, wo bin ich denn? Nee, ich glaube, das wird ganz schön schwierig. Also da müsste ich die immer wieder anlocken und können es ein bisschen probieren. Komm, das mache ich jetzt mal am Ende der Folge noch, die ein bisschen pullen. Dann sehen wir auch mal, ob der theoretisch überhaupt mitkämpfen würde. Vielleicht will er ja auch gar nicht. Wo ist er? Da oben. Na, ist aber auch schwierig, die herzubringen. Ein paar sind, glaube ich, schon komplett umgedreht. Guck mal, guck mal, guck mal. Dreh dich mal um. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Ich glaube, den interessiert das gar nicht. Okay, dann wird das aber auch nichts mit denen in die Lager ziehen. Dann ist das auf jeden Fall falsch. Die Linien müssen halten. Weil das ist dem hier gerade ganz egal, was ich hier mache. Nee, der geht nur weg, wenn ich hier Platz mit ihm wechsle. Aber sonst geht da gar nichts. Na gut, schade. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier überlebe mit denen. Die tun mich ganz schön weh. Die Linien müssen halten. Okay, also der eine, der hat, den hat es fast schon umgehauen. Das ist ja krass, dass der mir nicht hilft. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte zumindest, normalerweise haben die NPCs ja immer mit draufgehauen, wenn man einen Gegner hingebracht hat.
Der hier gar nicht. Mache ich ein bisschen Schaden? Nee. Vorsicht, Gegner! Moment. Kann ich mal bitte einen Zauber machen? Vorsicht, der lässt Gegner. Mich irgendwie nicht. So, zum Glück ist er nicht der Schnellste. Okay, das ist doof. Ja gut, ich speichere jetzt hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich werde dann hier mal so mit euch dann in der nächsten Folge suchen, ob hier irgendwas ist. Also dann, bye bye.